In der Schule kann das zu Problemen führen, aber nach der Schule... Da kann das Gold wert sein und das im Wortsinn, wenn es nämlich um Medaillen und Pokale geht. Lena Missfelder, die war so ein hibbeliges Zappelmädchen. Ja, das ist Meisterin, deutsche Meisterin im Hip-Hop. Yo! Lena Missfelder ist 11, hat aber schon viele Preise gewonnen. In diesem Jahr wurde sie deutsche Meisterin im Hip-Hop-Street-Dance. Seit gut 3 Jahren trainiert sie in der Musik- und Kunstschule Havelland in Rathenow. Sie wurde als Jüngste aufgenommen. Warum? Ganz einfach, sie hatte Talent. Tanztrainerin Marie-Jo Friske tanzt selbst professionell und fördert Lena, seitdem sie 8 ist. Lela war ein sehr bewegungsorientiertes Kind, schon früh. Und dann hat meine Mutter eigentlich den Impuls gegeben und gesagt, also Lela muss unbedingt tanzen. Und schon im Alter von 4 Jahren war sie dann beim Ballett. Und da ist sie nicht so lange dabei geblieben. Dann haben die Erzieher in der Schule gesagt, sie soll doch mal zum Hip-Hop gehen. Dann haben wir gesucht und gesucht und dann ist sie hier zu Marie-Jo Friske gekommen und da hat sie sich dann wohlgefühlt. Und seitdem tanzt sie da und macht sie auch mit Erfolg. Zweimal pro Woche fast 4 Stunden Training machen Lela nichts aus, solange sie erfolgreich ist. Vorletztes Wochenende, da war ich dann bei dem Auftritt in Zwickau und da habe ich dann 2 Mal den 2. gemacht. Also es ist jetzt nicht schlimm, aber es fühlt sich halt anders an und ein bisschen komisch. Ein bisschen komisch? Ja. Sei ehrlich, warst du sehr enttäuscht? Nein, ich war nicht wirklich enttäuscht, aber ich war nicht so zufrieden wie sonst. Neben den Wettkämpfen trainiert Lela auch an Wochenenden. Gibt es da noch Zeit für Freunde? Doch, ich habe schon Zeit für Freunde, weil meine meisten Freunde sind eher so in der Schule. Und die treffe ich ja dann sowieso jeden Tag. Also es klappt auch schon. Momentan probt die Rathenower Gesangs- und Showgruppe All Inks für einen Auftritt. Lela hat auch ein kleines Gesangssolo. Bruder Juma tanzt seit einiger Zeit auch mit und er gönnt der Schwester den Erfolg. Also ich freue mich sehr, aber es ist halt manchmal ein bisschen... Ich weiß halt, dass ich auf keinen Fall mich mit meiner Schwester vergleichen kann, weil sie echt viel besser ist in sowas. Am Samstagmorgen 10 Uhr geht es für Lela zum Hip-Hop-Training ins Tanzhaus Potsdam. Großvater Gerd übernimmt die Fahrt. Hier bei den Rockers trainiert sie spezielle Hip-Hop-Moves. Trainer und Choreograf hat Sven Seger gerade den Vize-Weltmeistertitel der Junioren geholt. Jetzt bereitet er Lela für die WM im August in Glasgow vor. Was soll man machen? Meine Schwester ist das erste Kind, was hinfährt. Wir freuen uns auf, dass sie dabei ist. Sie ist sehr talentiert, muss noch ein bisschen an sich arbeiten. Und dann ist alles möglich. Uno, dos, tres, cuatro. Ba, 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 bam. Ta, ta, ta. Da, 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 da. Ta, ta, ta. Lena ist begabt genug, aber für das Siegertreppchen braucht selbst das größte Talent viel Disziplin und etwas Glück.